kommen wir mal zu unserem Unterricht. Okay? So, Leute. Hier ist das Whiteboard. Ihr kennt es, ihr liebt es. Whoop. So, bezaubernd, bezaubernd. Ich sag euch erstmal, was ich euch erst beibringen wollte heute, ne? Weil ich hatte überlegt. Ich habe überlegt, was soll ich euch beibringen? Und meine erste Idee, die ich hatte, war, dass ich euch etwas erzähle über den Zoo von Nordkorea. Ne? Das wollte ich euch erst einmal erzählen, aber ich dachte mir, das könnte vielleicht nicht so interessant sein, beziehungsweise es ist vor allem gar nicht so lange, wenn ich euch was über den Zoo von Nordkorea erzähle. Denn ich möchte euch hauptsächlich einmal so, deswegen mache ich das für euch ganz knapp mit dem Zoo von Nordkorea, bevor wir dann zum eigentlichen Thema unserer heutigen Unterrichtsstunde kommen. Denn ihr müsst wissen, der Zoo von Nordkorea, ne, ich schreibe mal kurz Bio rüber. Der Zoo von Nordkorea ist ein relativ depressiver Ort. Das ist nicht schön. Der Zoo hat früher in der Vergangenheit mal eine Menge oder beziehungsweise ein paar Elefanten bekommen. Das war auch tatsächlich so die große Neuigkeit, die es da gab, dass Elefanten da waren. Bis Kim Il-sung, der damalige erste Machthaber von Nordkorea, sagte: Ausländische Tiere zu haben, ist ein Zeichen von Kapitalismus und gehört verboten, weswegen man sich dann dagegen entschieden hat. Aber ich glaube, mittlerweile gibt es wieder Elefanten im Nordkorea-Zoo. Aber die normalen Tiere sind auch gar nicht so interessant im Zoo. Es gibt eher zwei Tiere, die im Nordkorea-Zoo tatsächlich besonders interessant sind. Denn wir haben hier einmal folgende Person, ne? Also, Person ist falsch. Es gab einmal einen Vogel. Okay, das hier war einmal ein Vogel im nordkoreanischen Zoo. Das war das erste besondere Tier, was der nordkoreanische Zoo hatte, womit sie Schlagzeilen gemacht haben. Denn dieser Vogel konnte etwas ganz Besonderes. Denn dieser Vogel konnte auf Englisch, und das war eben die große Kunst, die er konnte, auf Englisch konnte er, also in englischer Sprache, konnte er den nordkoreanischen Anführer Kim Il-sung lobpreisen. Er hat dann also quasi so etwas Ähnliches auf Englisch gesagt wie Hochlebe unser Genosse Kim Il-sung, der einzig wahre, der tolle. Deswegen, ich weiß jetzt nicht genau, wie die nordkoreanische Flagge aussieht, deswegen ich mach die jetzt mal grob. Also, es war letztendlich einfach ein Vogel, der als seine tolle große Fähigkeit hatte, dass er Kim Il-sung, den großen Machthaber von Nordkorea, lobpreisen konnte. Und die andere Person, die eben so besonders und toll war, beziehungsweise das andere Tier, was so toll gewesen ist, war ein Affe. Ne? Von Affen habt ihr letztes Mal schon genug gehört. Und dieser Affe hatte ebenfalls ein ganz besonderes Talent, denn sein großes Talent war es gewesen, dass er rauchen kann. Dieser Affe, das ist bestimmt ein Mensch, dieser Affe lebt übrigens bis heute in Nordkorea im Zoo. Den kann man also dort immer noch bestaunen. Der Vogel ist tot, aber der Affe lebt bis heute. Und der Affe hat wirklich als einzige große Fähigkeit, dass er rauchen kann. Und er ist sogar relativ gut. Er kann ein Feuerzeug umgehen, das heißt, man gibt ihm nicht einfach nur eine Zigarette, sondern wenn du ihm eine Zigarette und ein Feuerzeug gibst, macht der Affe sich seine eigene Zigarette an. Und er kann sogar eine Zigarette mit einer anderen Zigarette anmachen. Also, das ist faszinierend, aber wenn das die großen Highlights eines Zoos sind, es gibt auch noch einen Hund, der einen Abakus bedienen kann. Ein Abakus ist ein altmodischer Rechenschieber für die von euch, die dafür zu jung sind und nicht wissen, was ein Abakus ist. Das ist dieses Perlending, wo du Perlen rumschieben kannst. Das sind die großen Highlights im Zoo, ne? Mama, kann ich die Löwen sehen? Nein, wir gucken uns den rauchenden Affen und den Hund am Abakus an. Das ist letztendlich das, was ihr erwarten könnt, wenn ihr euch entscheidet, mal irgendwann eine große Reise zu machen nach Nordkorea. Das war aber das Thema, was ich erst überlegt habe. Also dachte ich, nein, das ist zu kurz. Ich will euch was Richtiges beibringen. Biologieunterricht hatten wir erst. Über einen Affen haben wir erst recht das letzte Mal genug geredet. Dann wollen wir doch heute mal über etwas anderes reden, ne? Deswegen reden wir heute über Sport. Schreibt mal im Chat, was sind so große Sportveranstaltungen, die ihr kennt? Was sind so, ihr braucht nicht melden, ruft einfach rein. Was sind so richtig tolle Sportveranstaltungen, große Sportveranstaltungen, die ihr so kennt? Oktoberfest, nein. Baxter, Nadi, ihr habt es schon direkt fertig gemacht. Natürlich sind ohne Zweifel die sehr seltsam gemalten Olympischen Spiele, ne? Olympischen Spiele. Olympi. Ja,
Die Olympischen Spiele sind natürlich ein unfassbar großes Event, was es alle 4 Jahre gibt. Ne? Alle 4 Jahre gibt es Sommerolympiade, alle 4 Jahre, aber halt in einem anderen Rhythmus, gibt es die Winterolympiade. Olympia, gigantisches Event. Ne? Wer kriegt die meisten Goldmedaillen? Ha, alles so interessant und aufregend. Wir wollen heute aber nicht über irgendein Olympia reden, sondern wir reden über das Olympia 1904. Denn ihr müsst wissen, das Olympia 1904 war ein bisschen anders. Die Olympiade war früher ein bisschen anders gewesen, denn heutzutage ist die Olympiade ja größtenteils nur ein Event, bei dem es darum geht, dass möglichst viele Sportler mit extrem guter Leistung mit gegeneinander antreten, um zu gucken, welches Land die meisten Goldmedaillen und so holt. Das war früher ein bisschen anders. Früher war Olympia um diese Zeit herum eigentlich nur dazu da, um reiche Leute zu belustigen oder um Amateure gegeneinander antreten zu lassen. Auch die Olympiade 1904, die hatte einige Skandale, die uns jetzt aber nicht weiter interessieren. Aber auch Olympia 1904 stand unter einem recht, sagen wir es mal, schwierigen Standpunkt. Aber das Besonderste, was sie gemacht haben, war die Sportart des Marathons. Ne? Der Marathon, sprich ein Langstreckenlauf. Ne? Willkommen in der Familie. Ich weiß gar nicht, wie lang ist Olympia-Marathon. Der olympische Marathon geht ungefähr, also jetzt mittlerweile geht er ca. 42 Kilometer. Ne? Ist halt ein wirklich langer Lauf. Und ich möchte euch gerne vier Sportler vorstellen, die bei diesem Lauf damals mitgemacht haben, die bei diesem Marathon beteiligt waren. Aber dafür müssen wir zunächst einmal erklären, warum dieser Marathon allgemein schon nicht die besten Bedingungen hatte. Denn ihr müsst wissen, es gab 2 Sachen, die hier eine entscheidende Rolle gespielt haben. Einmal war es, ich symbolisiere das jetzt mal mit einem recht hässlich gemalten Thermometer, einmal war es extrem heiß gewesen, ne? Ich kann ja auch kleine Flammen-Emojis nebenmalen, weil ich habe gehört, ihr jungen Leute versteht es dann besser, wenn man in Emojis spricht. Ich bin ja auf Lehrerfortbildung, um mit euch zu kommunizieren. Es war extrem heiß. Und die ganze Strecke, auf der gelaufen wurde, war, ich mache das jetzt mal in so einem kleinen Sandtornado, die war extremst staubig, okay? Ihr müsst euch vorstellen, ihr sollt bei einem Lauf mitmachen und das Wetter ist scheiße heiß. Und der Boden ist scheiße staubig. Und dann, nächstes Problem ist, wenn es heiß ist und ihr lauft, ne, was braucht man, wenn es heiß ist und man läuft? Ja, ich bin gelangweilt, natürlich Wasser, ihr wisst es, viele von euch wissen es, man braucht Wasser. Aber die Macher von, oder die Veranstalter des Marathons 1904 dachten sich, als ob ich denen Wasser gebe. Es wurde allgemein dafür gesorgt, dass die Läufer quasi kein Wasser kriegen. Jetzt könnte man sich fragen, warum wurde das Ganze gemacht? Weil damals ein Experiment durchgeführt wurde, um zu testen, wie reagieren denn Extremsportler, wenn sie stark dehydriert sind, ne? Weil das ist eine gute Idee. Da wird bestimmt niemand Probleme kriegen. Das ist völlig in Ordnung. Das ist bueno, perfetto, ist super. Haben sie dann gesagt, gut, kein Wasser, ne? Gab schon Probleme. Die Sache ist folgende. Diese beiden Aspekte sind natürlich fatal. Das ist hochlebensgefährlich. Das brauche ich euch nicht erklären. Die sind hochlebensgefährlich. Es gab zum Beispiel einen Kandidaten, einen Läufer, der seinen Lauf abbrechen musste, weil er beinahe beim Lauf verreckt ist. Der ist beinahe gestorben während seines Laufs, weil er eben unterwegs war auf so einer staubigen Strecke und ein Wagen vor ihm gefahren ist, einer von den Streckenarbeitern. Und dieser Wagen, der vor ihm gefahren ist, in dem Physiologen und sonst was saßen, hat Staub aufgewedelt. Der Typ hat den Staub eingeatmet. Halt dieser ganze Staub, diese ganzen kleinen scharfen Steinkörnchen sind ihm in die Luftröhre, in die Lunge gelangt. Weswegen da alles quasi aufgeschlitzt wurde dadurch. Weswegen er richtig viel Blut in sich drinne hatte. Auf die Frage, Wasser, hat er kein Wasser gekriegt? Waren sie so, nö, warum? Trink doch dein Blut, Junge. Und der musste seinen Lauf abbrechen, weil er beinahe deswegen gestorben ist. Aber das ist keiner der Läufer, die ich euch heute einmal vorstellen möchte. Denn ich möchte euch erst einmal 2 besondere Läufer vorstellen und danach möchte ich euch einmal meinen absoluten Lieblingsläufer vorstellen, okay? Fangen wir einmal an. Kommen wir zu meinen beiden Läufern, die ich so sehr mag. Es gibt einmal
den Mann namens Lords, heißt er. Und dann gibt es den Mann namens Hicks, Thomas Hicks. Dies waren zwei Läufer, die auch eigentlich relativ gute Chancen hatten. Ne? Lords zum Beispiel war auch Amerikaner, US-Amerikaner gewesen. Dies waren zwei recht junge Männer, die beide bereit waren, das Ding hier zu, ne, er ist US-Amerikaner, der andere, ich glaube, der andere ist Brite, aber tut auch nichts zur Sache. Zwei unterschiedliche Männer, die beide versucht haben, den Sieg zu holen. Die Sache ist, das Rennen bei diesem Marathon ging ganz normal los, ne, überhaupt nicht schlimm gewesen, war alles in Ordnung. Die beiden Läufer, Lords und Hicks, fingen an loszulaufen. Am Anfang führte Lords noch das Rennen an, danach kam aber Hicks und überholte ihn. Danach passierte Folgendes. Mitten während des Laufes, während Hicks auf der 1 war und Lords auf der 2 gewesen ist, merkte Lords, dass er in seinem Magen Krämpfe verspürte. Daraufhin entschied Lords sich, dass er doch in einem nahestehenden, ich kann kein Auto zeichnen, ist auch egal, dass er in einem nahestehenden Auto, was zur Hölle, wie zeichne ich ein Auto, ist auch egal. Das ist ein Auto, ignoriert es. Dass er in ein nahestehendes Auto einfach einsteigt und damit große Teile der Strecke weiterfährt. Das hat Lords auch gemacht. Lords ist in den Wagen, in das Auto eingestiegen und hat sich einfach entschieden, das ist zwar ein Marathon, aber er steigt in das Auto ein und er hat sogar den ganzen Streckenposten, sprich alle Leute, die an den Seiten standen, einfach freundlich zugewunken, weil juckt ja nicht. Also, ich weiß nicht, ob ihr das auch so sehen würdet, dass es in Ordnung ist, wenn man bei einem Marathon mit dem Auto fährt. Grundsätzlich sollte man laufen, aber der Typ hat so eine Hoden gehabt, dass er mit dem Auto die normale Strecke, die normale Marathonstrecke gefahren ist, irgendwann an Hicks sogar vorbeigefahren ist, die normale Strecke, und dabei allen Leuten, unter anderem auch Hicks, freundlich aus dem Fenster zugewunken hat, als würde er gerade nicht das Ganze kaputt machen. Doch kommen wir zu Hicks selbst, ne? Während Lords bei ein bisschen Bauchi-Aua gesagt hat, er macht das Ding jetzt mit dem Auto fertig, hat Hicks sich entschieden, er will fast verrecken. Hicks ging es nicht so gut. Hicks hatte so ein paar größere Probleme gehabt. Hicks wollte allgemein irgendwann ab einem bestimmten Punkt, weil es ihm nicht gut geht, unbedingt Wasser haben. Da wir uns ja daran erinnern, dass Wasser in diesen Olympischen Spielen ja verboten war, weil die Veranstalter absolute Genies waren, absolut kluge Leute, haben sie Hicks stattdessen Eiweiß gegeben. Das ist kein rundes Ei. Deswegen haben sie Hicks stattdessen, ist auch egal, Eiweiß gegeben. Das ist ein Ei, ignoriert es. Haben sie ihm Eiweiß gegeben und ein Medikament. Ich könnte euch jetzt den Fachnamen sagen, wenn ihr das wollt. Strychnine. Es war quasi, sie haben ihm quasi Eiweiß und Rattengift gegeben. Machen wir es einfach. Sie haben ihm quasi Eiweiß und Rattengift gegeben und waren so, hey, das klappt. Das ist gut. Ne? Er kommt an, sagt so, bitte, ich brauche Wasser. Und die waren so, was bist du für eine Pussy? Wasser? Nimm Eiweiß und Rattengift, Junge, das funktioniert auch. Der Sinn von Eiweiß und Rattengift war gewesen, dass man nicht vermutete, dass das Rattengift ist. Da war man ein wenig überrascht, ne? Stattdessen dachte man, dass dies vielleicht als eine Art Droge funktionieren konnte. Eine Droge, die ihn aufputscht, damit er ein bisschen mehr Energie zeigt, ne? Man könnte jetzt denken, boah, das hat er bestimmt nicht genommen, ne? Doch, hat er genommen. Hat er sogar mehrmals genommen. Er hat mehrmals nach Wasser gefragt, aber ihm wurde immer nur Rattengift und Eiweiß gegeben. Er hat auch einmal was zu trinken bekommen, allerdings kein Wasser, sondern Brandy, also Alkohol. Auch nicht hilfreich. Er hatte dann eben immer mehr Schmerzen gehabt. Ne? Während er bei ein bisschen Bauchi-Aua in das Auto eingestiegen war, ging es ihm so beschissen, dass er das Gefühl hatte, er würde jetzt gleich verrecken. Also ihm ging es wirklich so hart scheiße. Er hatte die ganze Zeit immer und immer und immer stärker werdende Schmerzen. Das Ganze war so schlimm, dass er sogar später angefangen hat zu halluzinieren. Er hat
kurz vorm Ziel, kurz bevor die Ziellinie da war, hat er halluziniert, dass die Ziellinie noch mehrere Meilen entfernt gewesen ist. Er hat immer und immer häufiger angefangen zu fragen, ob er was trinken darf, ob er was essen darf. Aber stattdessen waren sie so Rattengift, Junge! Das war so sein Hauptnahrungsmittel, was er nehmen durfte. Und er schaffte es dann am Ende, gerade so, fast tot, noch einmal über die Ziellinie zu kommen. Er schaffte es, über die Ziellinie zu kommen mit höllischen Schmerzen. Er musste von seinem Trainer getragen werden. Er war quasi nicht mehr ansprechbar. Er war wirklich nur eine Maschine gewesen, die gerade es noch schaffte, sich über die Ziellinie zu schleifen. Jetzt würde man denken, wow, aber er hat es geschafft. Er hat sich über die Ziellinie geschleift, er hat gewonnen. Nicht ganz, nicht ganz. Denn ihr müsst wissen, bevor er ins Ziel kam, kam Lords ins Ziel. Lords war im Auto gewesen und hat sich so ein paar Meter, vielleicht ein bisschen früher, ein Kilometer oder so vom Ziel gesagt, Leute, mir geht's wieder gut, mein Bauch ist wieder in Ordnung, ich gehe mal zu Fuß weiter. Das heißt, er hat erst Hicks im Auto überholt, ist dann ausgestiegen und ist dann die restlichen Kilometer oder so ins Ziel gelaufen. Und dann ging er ins Ziel und hat so getan, als wäre er der große Gewinner gewesen. Da kam tatsächlich auch die Tochter von Theodore Roosevelt und wollte ihm eine Medaille dafür überreichen. Aber ihr müsst wissen, auch wenn das so passiert ist, hat er nachher den ersten Platz nicht bekommen. Er hat den ersten Platz nicht bekommen, jemand hat sich dann eingemischt und hat gesagt, Leute, der Typ hat geschummelt, der Typ ist im Auto gefahren, er ist nicht der Sieger. Also erst danach hat man stattdessen Hicks die Medaille gegeben. Es gibt Gründe, warum manche zum Beispiel auch dem Ganzen einfach glauben wollte. Man wollte dem einfach glauben, dass er es irgendwie gewonnen hat, weil er war Amerikaner, er nicht. Man wollte, dass ein Amerikaner gewinnt, bla bla bla, ne? Bla bla bla, alles gut. Das ist die Geschichte von Lords und Hicks, die beiden Hauptleute. Doch jetzt kommen wir zu meinem absoluten Favorite. Okay? Jetzt kommen wir zu dem besten Sportler, den diese Welt jemals erblickt hat. Okay? Und dieser Sportler ist folgender junger Mann. Ich male ihn extra groß mit kleinen Beinen. Tut aber auch nichts zur Sache. Das ist er mal. Das ist keine gute Darstellung von ihm. So sah er nicht aus. Aber ich male ihn jetzt mal so. Ich möchte kurz einmal sagen, wie er heißt, damit wir das machen können. Das ist der Sportler, damit ihr es auch euch aufschreiben könnt. Andarin Carbajal. Und Andarin Carbajal kam aus Kuba. Und er wollte gerne, Andarin Carbajal wollte gerne bei der Olympiade mitmachen. Er wollte gerne bei der Olympiade antreten, aber dafür brauchte er erst einmal Geld. Und dann hat er sich entschieden, um das Geld zu verdienen, hat er eine Spendenaktion gemacht. Und bei dieser Spendenaktion ist er die gesamte, das ist jetzt mal Kuba, so sieht Kuba nicht aus, aber ich glaube irgendwie ähnlich. Dann ist er die gesamte Länge von Kuba langgelaufen. So hat er sich das Geld verdient. Würde man jetzt mal denken, pff, nice. Er hat einfach sich selbst entschieden, komm, ich will da mitmachen, ich laufe jetzt die ganze Länge von Kuba. Easy going, ne? Als er dann in den USA angekommen ist für die Olympiade, hat er bei einem simplen Würfelglücksspiel alles verloren. Das gesamte Geld, was er so gekriegt hat. Er hat teilgenommen, er durfte teilnehmen. Die Sache ist, während andere Leute in groben Sportklamotten teilgenommen hat, hat er in einem ganz besonderen Look, ich kann euch den mal zeigen, das ist Andarin Carbajal, damit ihr einmal eine richtige Version von ihm zu sehen bekommt. Und bei Andarin Carbajal ist halt zu beachten, er hatte eine lange Hose, also das ist so ein Ballonoberteil quasi, mit so ein richtig ausfächerndes Oberteil. Nichts, womit man bei richtig scheiß Temperaturen laufen sollte. Und dann hatte er eine lange Hose angehabt. Und diese lange Hose wurde ihm von einem anderen Teilnehmer, der zum Glück eine Schere dabei gehabt hat, abgeschnitten. Ne? So läuft man nicht. Jeder weiß, dass man so nicht läuft. Ne? Stimmt, ich habe ihn nicht gut gezeichnet. Er kriegt noch einen Schnurrbart. Aber Andarin Carbajal hat was ganz Tolles gemacht. Denn er ist ganz normal gelaufen. Er ist ganz normal gelaufen. Und er wurde ganz am Ende Vierter. Er belegte bei diesem Rennen den vierten Platz. Man könnte jetzt sagen, ja gut, er ist Vierter geworden, alles schön und gut, ne? Was ist daran jetzt so groß besonders? Er ist Vierter geworden, trotz der Dinge, die ich euch jetzt einmal erzählen werde. Und ich hoffe, ihr werdet dann auch verstehen,
warum ich ihn absolut liebe und er der beste Mensch ist, den es überhaupt gab. Ich möchte das Ganze einmal genau nachgucken. Er ist ganz normal losgelaufen in seinem viel zu weiten Shirt. Ich mache euch das einmal kurz so, damit ihr das sehen könnt, damit ihr auch immer noch irgendwie erahnen könnt, wie er aussieht. Also in seinem viel zu langen Shirt ist er losgelaufen, ne? Auch in seinen viel zu unpassenden Hosen, die waren ein bisschen eng anliegend, aber ist egal. So ist er losgelaufen, alles wunderschön, alles super entspannt. Und dann kam es aber dazu, dass er mitten beim Laufen, denkt dran, er ist Vierter geworden, mitten während er ganz normal gelaufen ist, hat er auf einmal angefangen stehen zu bleiben und hat mit Passanten, die an der Seite standen, Leute, die sich das Rennen angeguckt haben, ist er während des Marathons bei Olympia stehen geblieben und hat sich mit den Leuten unterhalten. Er hat in gebrochenem Englisch während des Marathons angefangen, mit irgendwelchen Leuten, die dabei waren, ein nettes kleines Gespräch zu führen. Dann, als nächstes, kommen wir nochmal weiter, als nächstes ist er dann wieder weitergelaufen, nachdem er so ein nettes, schönes Gespräch gemacht hat, ist gelaufen und hat in einem Auto gesehen, wie da wieder Leute drin gefahren sind, die Pfirsiche gegessen haben. Die hatten Pfirsiche dabei, haben Pfirsiche gegessen und er war so, hey, darf ich einen Pfirsich haben? Das heißt, er ist wieder langsamer geworden, ist wieder angehalten und war so, Jungs, esst ihr da Pfirsiche? Boah, Junge, warte, ich kann keine Pfirsiche malen. Er hat angehalten, um Pfirsich zu essen, das ist jetzt ein Arschpfirsich, ist egal. Er hat angehalten, um dann noch einen Pfirsich zu essen, die Leute haben ihm gesagt, hey, keine Pfirsiche für dich. Hat er sich entschieden, so spaßeshalber, komm, ich klau mir zwei. Hat sich zwei Pfirsiche mitgenommen und hat während des Laufens, während er den Marathon gelaufen ist, diese zwei Pfirsiche gegessen. Als wäre es das Normalste auf der Welt. Dann ist er einfach weitergelaufen, ganz normal in seiner Tour, und hat am Boden liegend Äpfel gesehen. Am Boden lagen Äpfel. Und er dachte sich so, wow, nach meinen zwei Pfirsichen, die ich hatte, wäre es doch jetzt echt nice, nochmal einen Apfel zu essen. Er hatte sich also so ein bisschen entschieden, sagen wir mal, eine kleine kulinarische Rundreise gemacht. Grundsätzlich folgende Tipp, wenn ihr Äpfel esst in der Natur, nehmt die Äpfel, die ein bisschen höher hängen, okay? Also wenn Äpfel an einem Baum hängen, kann man sie vielleicht noch essen, wenn die auf dem Boden liegen, schon schlecht. Denn die Äpfel, die er gegessen hatten, die Äpfel waren verdorben. Ich symbolisiere das jetzt mal mit einem Wurm. Also die Äpfel, die er gegessen hat, waren verdorben. Ihr müsst euch also vorstellen, dieser Typ, der angehalten ist, um mit Leuten ein Pläuschchen zu halten, dann Pfirsiche geklaut hat und die beim Laufen gegessen hat, hat dann am Boden vergammelte Äpfel gesehen und war so, das sieht aber gut aus, und hat sich noch vergammelten Apfel geschnappt, hat den gegessen und daraufhin hat auch er bemerkt, uff, ich krieg Magenschmerzen. Ich krieg ganz doll Magenaua. Wir hatten ja schon zwei Leute gesehen, die Magenschmerzen hatten bei diesem ganzen Event, ne? Die eine Person hatten wir eben erzählt. Die eine Person, Lords, hat sich entschieden, in ein Auto zu setzen und Richtung Ziel zu fahren. Die andere Person, Hicks, hat entschieden, trotz unfassbarer Schmerzen diesen Lauf zu Ende zu laufen. Adrian Carbajal hat sich entschieden, trotz der Schmerzen nicht in ein Auto zu steigen, sondern er hat mitten auf der Strecke, er hat sich quasi, stellt euch vor, das hier ist die Strecke, die er langlaufen muss. Und er hat sich quasi an die Seite der Strecke gelegt und hat dann erstmal geratzt. Er hat sich entschieden, Leute, mir geht's nicht gut, ich penne eine Runde. Während des Rennens hat er sich hingelegt und hat einfach mal gesagt, komm, wir ratzen. Und er wurde trotzdem fucking Vierter. Stellt euch das vor. Es gab doch einen anderen Typen, der war eigentlich einer der Top-Favoriten, aber der musste einen gigantischen Umweg laufen, weil er von wilden Hunden verfolgt wurde. Das ist eine Olympiade gewesen. Der eine wird von wilden Hunden verfolgt, der andere fährt mit dem Auto ins Ziel, der andere kriegt Rattengift zu essen und verreckt fast auf der Strecke und der klaut für sich, redet mit irgendwelchen Leuten, die an der Seite stehen, isst verdorbene Äpfel vom Boden, pennt am Straßenrand und wird trotzdem scheiß Vierter. Das war eine wunderschöne Olympiade, glaube ich. Und ich muss ehrlich zugeben, ne? Also Andarin Carbajal, man kann es nicht anders sagen, das ist ein absoluter Held. Aus Kuba extra sein eigenes Geld angespart, um bei der Olympiade mitzumachen. Das ganze Geld dann verspielt, sobald er in Amerika war, weil Würfelspiele klingen interessant. Und dann hat er das abgezogen und ist trotzdem fast noch aufs Treppchen gekommen.
Also Leute, auch wenn heutzutage Olympiaden so wirken wie, ey, da kann man nicht mehr gewinnen, das sind nur Profisportler, denn was soll man denn dort noch machen? Hättet ihr früher gelebt, hättet ihr im Jahr 1904 gelebt, ihr hättet wunderschön auch bei der Olympiade mitmachen können, denn ihr müsst es euch wirklich vorstellen. Da waren Leute, die ernsthaft mitgemacht haben, die versucht haben, dieses Rennen zu gewinnen im Jahr 1904. Und sie haben verloren gegen den Typen, der sich erstmal Snacks reingehauen hat auf der Strecke und sich dann nochmal für ein Mittagsschläfchen hingelegt hat. Aber das ist die Geschichte vom Marathon des Jahres 1904. Das war unsere heutige Stunde Sportgeschichte mit unserem kleinen Ausflug. Und ich hoffe, ihr habt jetzt auch einmal einen neuen Favoriten gewonnen. Und zwar diesen bezaubernden Andarin Carvajal. Allein stellt euch das mal vor, ihr seid jetzt keine Marathonläufer, aber stellt euch mal vor, ihr macht irgendwie so einen Lauftag mit der Schule mit und ihr seht am Straßenrand einfach Äpfel liegen. Haltet ihr dann an und fresst erstmal die Äpfel? Dieser Typ ist eine absolute Legende. Und um es in den Worten der jungen Leute von heute zu sagen, ist dieser junge Mann ein absoluter Ehrenmann.